Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder in Forza Horizon 4 mit den Pixelhelden. Und zwar geht es wieder auf Expedition. Wie oder was erfährst du aber gleich vom Ray. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe Lost in der Expedition Edition. Das klingt so lustig, deswegen sage ich so gern. Stehen wieder an oder wie man es auch sagen könnte, wir sind in einer Hammer, Hammer, Hammer geilen Edition unterwegs, denn in der heutigen Expedition Edition, das klingt so banal, fahren wir alle Hammer und das finde ich echt der Hammer und Andy findet es auch der Hammer, sowie Pluto. Fly High, Stewie, Scrax, Supernoob, Luca, Noah, Ogre und Thorsten. Grüßt euch. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Servus. 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 Ich muss aber echt mal sagen, die Witze gerade waren hammerschlecht. Ja, auch schon vor der Antwort waren sie hammerschlecht. Weil ich habe schon gesagt, guck mal, da ist Vollmond, da werde ich ja zum Werwolf. Und dann hat Andi gesagt, nee, da wirst du zum Wehrhammer. Aber das würde implizieren, dass ich ja der Hammer bin. Ja gut, bin ich auch. Stimmt. Ja. Danke fürs Kompliment, Andi, über diesen Weg. Ja, okay, ich habe verstanden. Ja, ist klar. Auf Meta-Ebene. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, wir fangen besser an. Andi darf sich verstecken, gibt dann gleich auch Tipps. Aber bevor er sich versteckt, würde ich sagen, gehen wir erstmal zu unseren Startpositionen, die wir schon in weißer Voraussicht vorher ausgelost haben. Und ich kann jetzt schon sagen, die Tendenz geht in der Gruppe leicht Richtung Strand. Aber mehr verrate ich mal an der Stelle nicht. Ich werde auf jeden Fall da nicht hingehen. So. So, ich bleib einfach hier stehen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Erster Tipp, hier ist ganz viel Wasser im Sommer. So, ich bin aber nicht allein, glaube ich. Irgendjemand müsste gleich ich komme noch. Hallo. Ja, Sui hat wieder mal seinen Pinsel geschwungen und wieder mal ein geiles Expedition-Design gemacht. Für beide können wir auch downloaden. Ey, wieso kriege ich diese Mauer nicht kaputt gefahren? Der Hammer ist echt nicht so der Hammer hier. Ist ja auch kein Meißel hier. Wow. Weil, ja. Ich krieg's echt nicht durch. Zusammen geht's jetzt. Doch jetzt. Boah. Ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, und also ich glaube, es stehen alle. Ja, ja, ich noch nicht. Moment. Jo. Strand ist sogar überfüllt. Ja. Dezent. 3, 4 zu 6 Zimmer am Strand. Das wäre mal eine Straßensperre hier. Aber oder? Das sieht immer so geil aus in der Expedition, wenn alle erstmal so Offroad durchziehen. Problem. Achso, natürlich sind wir auch in der Offroad Expedition Edition. Eine Offroad Edition Expedition Edition. Das ist so dumm einfach nur. Moment, das verzögert sich noch kurz um 30 Sekunden. Was hast denn du vor? Du sollst keine hier. Keine, weiß ich was, vier Sprungrätsel noch mit einbauen oder so. Von hier sieht man die Highlands. Seht ihr da oben auf dem Berg das Licht? Nee, ist okay, also ich stehe jetzt. So. Wunderbar. Dann, okay, das war der erste Tipp. Er steht. Los geht's. Richtig. Ich sehe Häuser. Ich auch. Cool. Ich sehe auch noch. Hast du gewonnen. Perfekt. Jetzt alle losfahren nach 5 Sekunden. Ja, es ist, ich fahre jetzt einfach mal dahin, aber ich glaube nicht, dass das der Ort des Geschehens ist. So, und für den ersten Tipp, da war schon unspezifisch, aber ich sehe eine Straße, so zum Beispiel. Ich sehe eine Straße im Übrigen. Ich sehe Schnee, was? Ja, den sehe ich auch. Gerade so ein Hammer entschleunigt. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ja, wenn man gegen die Wand fährt. Was sehe ich denn noch so? Du siehst mich und ich habe dich gefunden. Okay, doch nicht. Ich hätte es ja mehr jetzt probieren können. Ich würde jetzt mal sagen, ich sehe mehrere verschiedene Berge. Ja gut, die also sehe die ich zu Spielbett halt selber gehören. Ich sehe mehrere verschiedene Berge. Ach, schade. Ja, ich bleibe jetzt hier einfach mal, ist so egal. Okay, ist ja egal. Sind Berge auch Hügel bei dir oder wirklich ein Berg? Ja, also Erderhöhungen. Was ein Holländer Berg bezeichnen würde. Nein. Okay. Gut. Ich würde es beispielsweise auch die, das in der Mitte hier, Great Ridge, würde ich auch als Berg bezeichnen.
Unfall! Aua! Es sind mehrere Häuser. Okay, das heißt ja schon mal, es impliziert, er sieht ich kann mehr sagen, als eins. Diese mehrere Berge, die ich sehe, ist einer links von mir, einer rechts von mir. Cool. Okay, je nachdem, wie ich mich halt drehe, ne? Aber heißt halt, ich stehe zwischendrin. Ich bin jetzt halt gerade am überlegen, ob es nochmal eine Ortschaft... Ah, warte mal, es gibt ja noch... Ah, ja, Moment, ich habe die Idee. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er gar nicht in einen der drei Ortschaften oder Städte ist, die wir haben, sondern solche... Es gibt ja solche... Ne? Versteht ihr, was ich meine? Mhm, perfekt. Genau. Da fahre ich jetzt mal hin. Zu allem, was mir spontan einfällt. Gucken wir jetzt mal kurz an, wo alles so hinfahren, bevor der nächste Chip kommt. Ah. Na gut, bei Ding könnte auch sein. Du bist in der Nähe. Oh, das ist gut. Dann habe ich wo sind du hier gestartet? Das würde mich jetzt interessieren. Am Strand. Super, da waren ja alle. Wer ist nicht am Strand gestartet? Ja, eben. Das ist fünf ja, Leute. Wenn oh du in der Nähe ist, dann ist er. Oh Gott! Ich habe am Strand gestartet. Der ist wahrscheinlich nach Bamboro gefahren, der ist ja auch so eine kleine Ortschaft. Eine ganz simple Frage, kommt man an deinen Ort leicht oder muss man sich anstrengen? Ja, scheinbar muss man sich anstrengen, solange wir Anliegen gebraucht hat. Also ich bin ein paar Meter gefahren. Hey, okay, also ich glaube, du bist nicht auf dem Berg oben, weil auf aber dem ich Berg jetzt mal trotzdem, kommst du nicht hoch. Auf der Map stehe ich auf einer Straße. Auf der Hauptmap. Gibt's auch eine Nebenmap oder... Warum betonst du das jetzt so? Watchen Island. Der ja. Halt ist im Hinterkopf, wenn du weißt, wo ich stehe, ergibt das Sinn. Warte, der Hammer hat doch. Ach so, okay. Hä, nee, verstehe ich nicht. Wirst du verstehen. Nee, verstehe ich nicht. Du stehst auf einer Straße laut der Hauptmap. Das heißt aber, du stehst in der echten Welt nicht auf der Straße. Das ist korrekt, ja. Gebe ich auch noch mit. Hä, wo auf der Hauptmap ist eine Straße, aber nicht in echt? Das verstehe ich nicht. Achso, der ist auf einem... Fly High ist auch. Okay. Auf einem Tunnel? War die Stadt ein Sperrgebiet? Nee, ne? Nee. Okay, hier nee, ist auch erlaubt. Hier sind zwar Häuser und Berge drumherum, aber das ist definitiv nicht. Das ist ein boah, super fieses Versteck. Ja, das würde ja bedeuten. Nee, du. Nee, okay, nee, du hast ja umgekehrt gesagt. Du stehst auf einer laut Map auf einer eingezeichneten Straße, aber in der echten Welt nicht. Das drücke ich auf Zug. Das heißt, genau, du stehst ja auf einer Brücke. Also du musst dir vorstellen, mein Symbol, wenn ich auf der Map bin, ist mein Symbol auf einer Straße. Aber ja, in der echten Welt stehe ich nicht auf einer Straße. Ja, 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 ja. Eben. Zum Beispiel auf einer Zugbrücke. Die, wo unten drunter eine Straße durchgeht, zum Beispiel. Wäre jetzt ein Beispiel. Genau, oder so, in einem Tunnel, wo oben drüber eine Straße ist. Zum Beispiel. Aber es gibt keine Tunnel, wo oben drüber eine Straße. Doch, gibt es leider. Aber ja, ich weiß. Aber das ist ja. Aber Stuy ist trotzdem, hat trotzdem keine Ahnung. Nee, ja, ich auch nicht. Ich bin ja auch schon in der Nähe. Ich weiß, wo es sein könnte. Ich befinde mich. Also, wir haben jetzt so drei Städte, sagen wir mal, auf der Map: Edinburgh, Bamberg und Ambleside. Ich befinde mich in einer von diesen Städten. Laber nicht! Doch. In! Aber wo ist Stuy hin? Das ist jetzt die Frage. Aber Stuy wird doch nicht gleich nach Broadway gefahren sein. Also Ambleside schließe ich schon mal kategorisch aus. Edinburgh war ich schon. Da war ich aber dann entweder zu weit weg noch oder es ist es einfach nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal kategorisch für alle sagen, fahrt nach Broadway! Aber dann steht er doch nicht zwischen zwei Bergen. Es sei denn, er nimmt diesen Mühlenhügel als Berg wahr. Dann tut mir Andi leid, dass er das als Berg verzeichnen muss. Würde ich nicht als Berg bezeichnen, aber ich wurde gefunden. Okay, du darfst auf die Karte gehen. Von Fly High. Okay, das ist sehr interessant. Okay, dann machen wir es aber auch konkret. Ich stehe nicht in Ambleside. Ja, ja, das habe ich ja schon ausgeschlossen für alle. Ich habe ja schon gesagt, wo du bist. Ja, ja, nur weil du das ausschließt. Ja, ja, das ist, ich glaub mir mal. Glaub mir, dass du da bist. Ich glaube dir nicht. Doch, doch. Ich habe auch schon eine Idee, wo du sein könntest. Ja. Ja.
Nicht die ausführliche Erklärung. Ich habe um mich herum alle vier verschiedenen Sorten von PR-Stunts. In meiner Nähe. So. Alle vier verschiedenen Sorten von PR-Stunts. Rein. Ich habe mal auch gefunden. Also Blitzerzone, Blitzer, du darfst auch Gefahrensprung und Driftzone. Im Moment passiert noch nicht viel. Achso, ja, doch, ja. Ja. Jetzt habe ich eine Idee, wo du bist, aber ich bin am anderen Ende der Map. Also... Ja, sind noch ein paar. Super, nur ich stehe immer noch nicht in Ambleside. Ja, ich will aber nach Broadway. Okay, cool. Ich auch. Da ist er nämlich. Oh Gott. Wo ist hier eine Brücke? Alter, der Hammer säuft hier fast ab auf der Autobahn. Ich könnte jetzt halt auch warten, bis... Ja, wobei... Ja, warte nur, bis ich ganz unten im Süden bin und dann bis in Edinburgh, habe ich kein Problem mit. Also ich glaube, einer hat es verstanden, deswegen ist der gerade tatsächlich ja... Keine Tipps geben. Dafür bin ich zuständig. Was könnte man denn noch sagen? So, was haben wir hier noch alles so zu sehen vielleicht? Außerhalb der Map. Das würde jetzt nicht viel helfen, aber ich sehe auch Bäume. Das war jetzt nicht der Tipp, ich sage es einfach mal, weil ich auch Bäume sehe. Cool. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte zwischendrin, ich habe eine Ahnung und dann nach dem nächsten Tipp dachte ich mir so, okay, ich habe doch keine Ahnung mehr. Okay. Ja, Dito. Wenn ein Haus da nicht stehen wird, würde ich einen Kreisverkehr sehen. War ich da unten nicht schon? Da muss ich erstmal einen Kreisverkehr sehen. Also Broadway gibt's ja, glaube ich, nur einen Kreisverkehr, oder? Ja, und der ist nicht mal wirklich ein richtiger Kreisverkehr. Das ist auf dem Boden gemalter Kreis. Ist ja egal, ist ein Kreisverkehr. Ja, Kreisverkehr, so klein wie er sein mag, ist ein Kreisverkehr. Also auch in Edinburgh beispielsweise, wenn du die Kaiserstraße langfährst, das wäre für mich ein Kreisverkehr. Ich bin mit der Drohne da, es ist definitiv ein Kreisverkehr. Luca ist in der Nähe. Luca? Okay. Warum war das Feld hier gerade grün? Ich weiß es mal systematisch ab. Okay, das ist die Distanz zu... Man ist in der Nähe, gut. Ja, so, da ich im Kreisverkehr von Broadway bin... Hallo Ray. Ist es in Edinburgh übrigens. Also, da sich der gesamte Rest jetzt mittlerweile in Broadway eingefunden hat, ich bin nicht in Broadway. Geil, also, Ray, alle auf mich hören einfach. Waren wir vielleicht doch am Anfang richtig? Ja, scheinbar waren wir am Anfang richtig, aber haben nicht zu weit durchgezogen. Ich hätte doch vielleicht... Edinburgh durchziehen sollen und nicht vorher schon wieder, oder beziehungsweise bei der ersten Luca Kreuzung wieder. Luca ist nicht mehr in meiner Nähe. Nicht mehr, okay. Ja. Ich hätte echt eine gute Idee im Broadway, aber okay. Ja, ich bin nicht im Broadway. Ja, dann halt ja, Autobahn dann wieder nach Norden. Leute, Ambleside, es kann nur Ambleside sein. Oh je. War ich jetzt Autobahn? Ja. Luca ist wieder in der Nähe. Kreisverkehr. Wenn ein Haus nicht wäre, wäre da ein Kreisverkehr. Es ist eine eingezeichnete Straße. Wenn da ein Haus nicht wäre, würde ich einen Kreisverkehr sehen. Ja, meine ich ja. Also, das heißt, okay, und er ist auf einer, also laut Map ist er auf einer Straße, aber er ist nicht auf einer Straße. Ja. Okay, der Kreisverkehr kann schon mal nichts sein. Was ich mache vielleicht auch das mal konkreter. Ich stehe über dieser Straße, also ich bin auf einer Brücke. Ja, das habe ich mir schon irgendwie so gedacht, dass es irgendwie sowas ist. Aber da muss es ja eine Brücke sein. Aber wie kommt man da nochmal hin? Brücke sein, die man befahren kann, aber selber nicht eingezeichnet ist. Zumindest mal nicht als Straße.
Luca, genau. Witzig, den einen Weg, den du gerade genommen hast. Dann frage ich mich jetzt gerade ernsthaft, welche verfickte Brücke in Edinburgh gibt es, die nicht eingezeichnet ist, die man aber fahren kann? Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe diese Stelle erst vor 2 Monaten, glaube ich, in einem Stream aus Versehen gefunden. Ja, das heißt eigentlich fast nur, dass es irgendwie über den Zug... Aber nee, da kannst du ja nicht, kommst du ja nicht hin, glaube ich, oh. Über den Zugweg. Moin. Oh, verdammt. Da fahren zwei auf der Elschen Fahrbahn scheinbar. Oh, es ist, schauen wir mal. Komm, 200. Also ich weiß es nicht, wie weit das hilft, aber wenn ich auf der Map quasi meinen Punkt zentral lege und ganz ranzoome, sehe ich das Schloss immer noch. Ich hab sie gefunden. Oh, du kannst da. Ja, halt rein. Und der fährt keine 200, der rennt bei 196. Ich weiß, ich hänge auch bei also Kreisverkehr würde ich jetzt spontan, glaube ich, wüsste ich schon welcher. Aber ich frage mich jetzt gerade, welche Brücke man da jetzt befahren könnte. Okay, ich hätte eine Idee, aber dass man da drauf kommt, wäre mir neu tatsächlich. War es mir wahrscheinlich auch. Also ja. Zu dem Zeitpunkt, als ich rausgeholt habe, war es mir auch das. Ja, also, gut, logischerweise. Ja, also, ich denke, da waren auch die wenigsten bisher. Ich war da auch erst einmal. Och, sag mal. Ich war da wahrscheinlich auch noch nie. Also ich habe da eine Idee. Aber dass man da hochkommt, das wäre mir halt neu tatsächlich. Das Ding ist halt, es ist eine gute Stelle. Wisst ja jetzt alle schon, in welche Richtung das ungefähr geht. Deswegen werde ich jetzt mal warten, bis ihr so in dem Areal ungefähr seid. Ja, du brauchst halt keine weiteren Edinburgh. Tipps geben. Wir müssen ja erstmal... Ich lasse euch da jetzt erstmal ein bisschen suchen. Erstmal alle wieder nach oben gehen, ey. Wir müssen erstmal eine halbe Stunde fahren. Ich finde es halt auch echt lächerlich, dass da jemand einfach so sagt, ja, safe Broadway und so. Und weißt du, und wir alle hören auf den. Also, sowas ist echt arschig. Ja. Aber der ein oder andere hier in der Runde kennt die Stelle sogar. Ja, ich glaube, ich weiß. Wird keine weiteren Tipps geben, ne? Ja. Das ist immer noch meine Aufgabe. Sinn des Formats ist, dass der sich da versteckt, Sachen sagt. Ihr sagt gar nichts. Ray ist in der Nähe. Ja, ist okay. Supernoop ist in der Nähe. Ja, Nähe ist relativ, ne? Also, es ist schon noch ein Stück. Edinburgh ist ein bisschen, ne? Ja. Bisschen groß. So, aber dann ist gerade überlegen. Hier ist ja der Kreisverkehr da unten. Das heißt, er muss ja dann auf eine Brücke da drüben irgendwo kommen. Das ist, frage ich mich gerade, wie? Das ist immer so die Frage. Rex ist in der Nähe. Ja, kann man da drüber? Nee, kann man bestimmt nicht rüberfahren. Ich kenne halt kenn die Stelle wahrscheinlich halt nicht. Da kann man ja nicht drüber fahren, nee. Ich hoffe, ich verrate niemanden den Weg. Nee, ist niemand hinter mir. Nö, das interessiert Pluto mich jetzt auch. Weil ich hätte jetzt halt eine Vermutung, aber dass man da irgendwie hinkommt, wäre mir halt neu tatsächlich, deswegen. Das muss ja jetzt hier irgendwo so eine... Ich kann mir kurz orientieren. Da kannst du ja überall ja nicht reinfahren. Geh mal aus dem Pausenmenü, ne? Ja. Thorsten ist in der Nähe. Das müsste ja dann quasi hier oben sein. Aber wie komme ich da hin? Ja, oh Gott. Okay, Scrax hat uns gefunden. Wahrscheinlich hier rüber. Und dann kann man da irgendwo drauf fahren anscheinend. Okay, das ist krass. Also quasi bis ans Ende des machbaren Zugweges, schätze ich dann mal hier, ne? Ja. Okay, jetzt habe ich es quasi lautstark verraten. Ray hat es gefunden. Ja, aber mir war dann schon klar, dass es die Brücke sein muss. Nur ich wusste nicht, dass man... Ja, aber es sind noch 5 andere unterwegs oder 4. Ist okay, ich habe ja schon länger gesagt, dass das ist. Ich rede ja einfach nur. Einer ist noch nicht mal in der Nähe. Oder halt noch nicht mal so nahe. War Autobahn schon zur Hälfte geschafft. Passt. Ja, es sind ein paar gerade auf dem Weg. Ja, Pluto ist es auch jetzt so gefahren wie ich. Bin auch da. Gott. So bin ich da auch hingefahren und ich hatte keinen Schwung. Das war schlecht.
Deswegen dachte ich, das verzögert sich noch ein bisschen. Ogre ist in der Nähe. Ich bin leider immer noch ahnungslos, aber schön, dass ich in der Nähe bin. Also das soll schon in der Nähe sein? Für mich ist in der Nähe, wenn ich auf der Karte bin und voll ranzoome und ich den Spieler sehe, dann ist der für mich in der Nähe. Ist halt natürlich in Edinburgh halt natürlich ein bisschen schwierig, weil da ist das Gebiet ja dann halt quasi groß und es gibt ja viele Möglichkeiten, während es bei anderen Gebieten wahrscheinlich weniger Möglichkeiten gibt. Ja. Da gibt es ja auch noch einen Kreisverkehr, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also logischerweise bezüglich Kreisverkehr, ich befinde mich in der östlichen Hälfte von Edinburgh. Forza Horizon 4 war das Horizon der Kreisverkehre, das neue Noah, wird dann das der Dreiecke. Ja, selbst ein Kreisverkehr dreieckig, was? Ja, so ungefähr. Ja, als ich die Karte nachgezeichnet habe, habe ich die ganze Zeit so gedacht, oh, mal wieder eine Dreieckskreuzung. Warum zeichnest du die Karte ab? Weil das kann. So sieht's aus. Weil mich gewisse Dinge interessiert haben. Wie lang muss ein Stift ansetzen, um diese Straße abzufahren? Und daher kann er dann berechnen, wie schnell er mit seinem Supersportwagen dann brauchen wird. Das ist ganz einfach. Die ganz normale Stiftgeschwindigkeitsnachrechnung. So ungefähr. Der Kreisverkehr, von dem ich gesprochen habe, ist klein. Würdest du die Holyrood Park Rundstrecke auch als Kreisverkehr sehen? Ja, klar. Das ist der kleine Kreis. Das ist jetzt, ach so, das ist der kleine, okay. Ja. Der große ist Goliath, ne? Okay. Ja. Das sind also die einzigen beiden Kreisverkehre auf der Map. Ja, gehe ich konform mit. In Himmelsrichtung bewegt ihr euch beide gerade in meine Richtung. Beide bleiben stehen. Ja, das ist auch, beide waren auf dem richtigen Weg, beide bleiben stehen. Ja, beide drehen um. Das heißt, dass ihr nicht umdrehen solltet. Also in dem Format sagt Andi schon die richtigen Sachen an, nicht so wie beim normalen Lost In. Wir hatten eigentlich gerade, wer war nochmal als erstes? Fly High? Jo. Ja. Du kannst dir schon mal überlegen, wohin und so, ne? Ich hab schon in der ersten Folge mir was ausgedacht. Und seitdem warst du mir dran. Richtig. Ja. Immer jetzt, zu langsam. Ja, und jetzt warst du schnell. Das war auch gut. Also sollte im gegebenen Fall, ich sollte mal flink sein, hätte ich auch was, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil ich halt leider immer auf die Tipps höre von diesem komischen Rai, der dann sagt, das ist ein Broadway, dabei ist aber es ist halt, wie ich habe es in der ersten Folge schon angesprochen, es ist echt ein Nachteil, je besser du die Map kennst eigentlich. Weil du halt mehr Orte im Kopf hast einfach. Das ist so, ja. Das ist schon so. Ja, das Problem war, ich habe schon eigentlich direkt an Edinburgh gedacht. Ich bin aber dann, glaube ich, zu früh, beziehungsweise Supernoob ist mir entgegengekommen. Und das hat mich irgendwie dazu animiert, auch einfach wieder wegzufahren. Ich hätte es einfach einmal durchziehen müssen. Weil dann hätte ich safe ja gewusst, okay, wenn Andi gesagt hätte, ja, du bist in der Nähe. Ne? Und deswegen... Also da wir jetzt bei der 20-Minuten-Mark sind und ich halt, also ich sage jetzt einmal das, was Ray im Prinzip schon gesagt hat, ich stehe auf Schienen. Ja, der Hammer bewegt sich wie auf Schienen, ist richtig. Ja, er steht auch wie auf Schienen. Ja, so geil. Und ihr seid beide in der Luftlinie gerade maximal, würde ich sagen, was sind da, 300, 400 Meter weg? Mit Max? Oga, das ist die falsche Richtung. Das ist auch die falsche Richtung. Ach ja, wie war das Lost In? Das ist immer noch die falsche Richtung. In dem Format darf man es sein, als es erwünscht. Oh, driften kann der auch. Das ist die richtige Richtung. Ich dachte schon, bald nach zweimal abbiegen. Die Richtung bist du auch vorher schon gefahren und ich habe gesagt, ihr fahrt beide in die richtige Richtung. Da bist du umgedreht.
Okay, der nächste hat's gefunden. Ja, Noah ist da. Endlich. Ja, easy, ne? Hast du gleich gewusst. Ja, natürlich. Warte mal, ja, das ist, Fahrzeug ist halt so lange, auch mal ein bisschen länger. Das ist, ne? Ja, cool, Andi, hast du schon die halbe Folge gestrickt. Glückwunsch. Nächstes Mal nehmen wir dich nicht mehr am Anfang. Burger, da würde ich nicht reinfahren. Ich denke, wie du schon gesagt hast, die ganze Zeit nur auf dich gehört. Das war einfach der einzige Grund. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe einfach halt mal, wie ich das schon in unserem Minecraft-Projekt schon öfters gemacht habe, einfach behauptet, ich weiß, wo es lang geht und einfach halt das mit voller Überzeugung gesagt. Und ich glaube, wenn du halt was mit voller Überzeugung sagst, dann überzeugt das anscheinend andere Leute auch ziemlich stark davon, dass du wohl Ahnung hast. Dabei habe ich halt keine Ahnung. Und ich habe dann auch, wie du gesagt hast, gewartet, bis du da unten bist. Nö, und dann ja, wie gesagt, das war halt taktisch dumm. Ich hätte einmal das halt wirklich auch durchziehen sollen, wie am Anfang, weil meine Idee war halt schon, okay, Häuser, ich fahre jetzt Edinburgh durch. Da würde ich nicht anfahren. Und dann wirst du ja schon sagen, ob ich in der Nähe bin oder nicht. Aber klar, ich war halt ganz am Anfang noch von der Stadt. Das ist logisch. Ja, du warst halt auf der anderen Seite. Ja, genau, eben. So, da würde ich auch nicht langfahren, Oga. Sauer, oder? Gib mir 10 Sekunden, bis ich im ersten Gang bin. Da würde ich auch nicht langfahren. Es gibt halt im Shotrun eine Stelle, wo so eine Mini-Brücke ist, wo ich dachte, du stehst halt sonst irgendwie drunter. Ja, da bin ich auch hingefahren, am Fluss da unten, weil er da ja, gerade im Goliath und so ist ja mit Brücken und so und dachte ich vielleicht. Da würde ich auch nicht langfahren. Ich würde jetzt an deiner Stelle umdrehen und links fahren und dann nochmal links. Und ich war da aber halt gerade oben bei den Highlands, bin Autobahn einmal runter und dann. Gerade auch noch, als ich unten war, dann war halt erster Call, dass nicht da ist. Jetzt kommt Andis Todestipp gleich. Okay, alles klar, Schienen, ich verstehe. Wenn ich aussteige und runtergehe, gebe ich dir einen High Five. In dem Moment. Okay, wie zur Hölle? Genauso. Ah, okay. Oh krass, okay, das hätte ich nicht gedacht. Deshalb bin ich auch noch nicht da, weil ich das nicht gedacht habe. Ja, die Brücke dachte ich relativ schnell, aber dass man da halt wirklich drauf kann, da habe ich jetzt auch. Bin ja lang gefahren. Ich meine, ich habe hier immer noch eine Straße, die ich noch nicht entdeckt habe. Das ist auch das Geilste. Wie lange spiele ich jetzt schon Horizon 4? Ich bin noch nie diesen Schotterweg da hinten gefahren. Du spielst auf jeden Fall 2 Wochen länger wie die meisten. Das ist richtig, ja. Naja, das war schon krass. 2 Wochen vor Early Access durfte ich zocken und. Nee, ich glaube sogar war ein bisschen mehr, sondern glaube ich so 2,5 Wochen, ja. Aber ich durfte 2 Wochen vorher schon Videos hochladen. Das war. Nee, eine Woche vorher durfte ich Videos hochladen. Oder sowas, ja, irgendwie. War auf jeden Fall krass genug. Ja, wunderbar, Leute. Dann FlyHigh macht sich gleich bereit, aber vorher lose ich nochmal aus, wo es hingeht. Andi. Du darfst zur Villa, Luca, du darfst zum Strand, Mr. Hashtag zur Villa, Ogerli zur Villa, Bruto zum Dorf, Scrags zum See, Stui zum Dorf, Stui, habe ich schon gesagt, oder? Nee, egal. Ja habe ich schon gesagt, okay, Super Noob zur Villa, FlyHigh weiß, wohin er will, Thorsten zur Villa und meine Einzelvilla. Ey, jetzt ist aber die Villa, also ne, gerade eben war Strand. Das Maß allerdings, jetzt wollen alle zur Villa. Ich war gerade verwirrt, FlyHigh weiß, wenn er will, aber klar. Ja, da darfst du auch so. Ja. FlyHigh war nicht verwirrt, glaube ich. Er wusste, was Sache ist. So, ich glaube, sind alle weg. Jetzt kann ich los. Wir parken hier ein, ich verstehe schon. Oh, der hat doch eine größere Wendekreis als er. Es geht noch nicht los, wir müssen hier gerade parallel parken, ja? Bin ich der Einzige am See? Was? Mecker nicht, du fährst ein Puma. So. Hi. Das ist der Einzige, ja? Wir haben eingeparkt. Der mitspielt hier. Dorf ist auch ready. Oh, bitte lass mich die Mauer jetzt diesmal kaputt kriegen. Letztes Mal nicht kaputt bekommen. Ja, jetzt, FlyHigh, ne? Okay, ich stehe, ja. Okay, geil, geht los. Geiler Tipp. Ja, ich stehe nicht direkt auf einer Straße. Okay, Perfekt, cool. Ich auch nicht. Ich stand auch noch halb auf der Straße. Ja. Also wir können hier ein Zelt auspacken und ein bisschen mal Mau spielen. Ja. Wir können auch eine Acker-Edition von Isetta bald spielen hier. Oh ja. Ja, komm, wir nehmen den Braun da. Oh, sorry. Ich stehe in einem Hinterhof und neben mir ist ein Offroad-Weg.
Aha. Hinter jetzt dir ist ein Offroad-Weg. Ja, ja, das trifft so auf gefühlt 30 ja. Häuser zu oder so. Vielleicht hier direkt an der Villa, das ist so aus. Ich fahre jetzt einfach genau meine Taktik von der letzten Folge. Einfach random durch die Gegend fahren und hoffen, dass er sagt, ich bin da. Ja, in der Nähe. Wir sind in der Nähe, ja. Hat funktioniert letztes Mal. Mehrere gestrichelte Offroad-Wege kreuzen hier ineinander. Gestrichelte Offroad-Wege kreuzen ineinander. Jetzt, wo gibt's gestrichelte Offroad-Wege? Verdammt. Überall. Nein, die gestrichelten Offroad-Wege. Er hat sich genau da hingestellt, wo ich auch war. Achillesferse. Die gestrichelte hin, aber mehrere kreuzen. Okay, warte mal. Ich hätte eine Idee, wo mehrere gestrichelte sich kreuzen. Ja, ich auch. Aber gibt's einen Hinterhof? Kreuzen die sich wirklich und das eher. Ah ja, ich habe eine Idee. Da komme ich doch niemals hoch. Kreuzen sich auch welche, ja. Was, Wäldchen? Nein, Wäldchen. Also. Auf geht's! Da komme ich nicht hoch, das kann ich vergessen. Erster Gang und gib ihm. Versuchen. Nee. Tendenziell sieht es ja mal nicht schlecht aus, wie sich die Leute hier bewegen. Aber dann sagen wir mal so viel, dass bei mir hier in der Nähe Videospielgeschichte geschrieben wurde. Boah, super. Das, der legendäre jetzt, Sprung auf Fortune Island. Ja, das war auch das Erste, woran ich gerade gedacht habe. Nein, nicht in diesem Sinne. Ja, ich weiß, wo er ist, und ich komme da nicht hin. Kannst du mir schon denken. Ja, ja. Aber das ist halt im Arsch der Welt von mir aus jetzt. Ja, ich bin mir jetzt relativ sicher tatsächlich. Och, ja, das bin ich mir auch. Aber das wird halt jetzt echt ein bisschen dauern, bis ich da bin. Ja, gut. Mitwippen, dann fährt er vielleicht 100. Boah, 150, jetzt geht's ab. Lustiger ist, dass mehr oder weniger die Richtung sogar durch ein Symbol auf... Ja, okay, ich verrate nichts. Mehr oder weniger zeigt anscheinend ein Symbol in meine Richtung. Boah, du diesen Tipp hast, der ist ja richtig gut, ey. Ray gibt bessere Tipps als die Leute, die sich verstecken. Ja gut, aber der Tipp vorher war halt falsch, ne? Also deswegen, ich weiß nicht, ob es... Die Bahnschienen waren schon eine gute Nummer. Ja gut, ja, ja, ich weiß. Ich habe halt ein bisschen zu sehr mit den Zuschauern gesprochen und vergessen, dass es ja noch andere Mitspieler gibt, die vielleicht damit was anfangen könnten. Aber lustigerweise, den Tipp gerade, ich habe nach dem Kompass gerade im Hammer gesucht. Aber jetzt weiß ich auch, was du meintest. Und da wollte ich wahrscheinlich auch hin. Hinter dem Haus, hinter dem ich stehe, sehe ich ein Riesenrad. Er ist doch in den Highlands. Ach doof. Ah, Suzuka, ich weiß, das ist ein jetzt. Schlauer Weg, den ich hier fahre. Ja, ich fahre einfach mal weiter, was soll's. Genau, deswegen wurde Japan-GP gecancelt, da steht ein Hammer auf der Strecke. Den kriegen die nicht weg. Nicht in der Nähe? Irgendjemand. Nee, ich frag nicht. So verrate ich wieder zu viel. Vielleicht gibt's ja Leute, die immer noch keine Ahnung haben, wo es ist. Ich fahr den übelst dümmsten Weg. Aber ich stehe ja gern auf Schmerz. Ja, wenn ich in den Himmel gucke, sehe ich ein paar Heißluftballons über mir fliegen. Hä? Alle Wege führen nach San Giovanni, ne? Ja, eben. San Giovanni, gab es in San Giovanni Heißluftballons? Das ist eine gute Frage. Glaube nicht. Glaube auch nicht. Verdammt, am Main Festival gab es Heißluftballons. Dann müssen wir ja leider wieder. Oh, endlich bin ich aus dem Wald raus, ey. Ab ins Outback? Oh Gott! Müssen wir leider wieder. Aber wenn ich jetzt nicht langsam in der Nähe bin, bin ich am Arsch. Aber ich muss eigentlich. Ach ja, doch, so, ja, ja. Luca ist in der Nähe. Ray ist in der Nähe. Komisch. Dabei ist es doch gar nicht San Giovanni. Ist in der Nähe. Super Noob und Andy sind auch in der Nähe.
Vergiss aber nicht auch raus von der Karte zu gehen, weil sonst nee, sehen wir dich wahrscheinlich nicht, ne? Jo, ich überschlag mich. Ich hab ihn. Ah. Luca hat mich. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wo das Ding konkret war. Das weiß ich schon, aber ich weiß auch nicht, ob er genau da steht. Er hat ja gemeint, irgendwas mit Hinterhof. Weil eigentlich bin ich da, aber... Da bin ich auch da und ich glaube, das bist du vor mir. Genau, und das bist du... Ah ja, ich sehe ihn. Boah, ich krieg wieder die Scheißmauer nicht kaputt, ne? Aber mit Schmackes hier rein. So, ich bin da. Posten ist auch in der Nähe. Auch da. Massenversammlung hier auf einmal. Also fährst du so einen fetten Hammer und kriegst diese kleinen Mäuerchen im Verhältnis, kleinen Mäuerchen nicht kaputt, ey. Ach du Scheiße, wo soll ich mich jetzt verstecken? Also wie wenn man innen an den Leitplanken hängt. Ich habe auch erst so gedacht. Okay, ich verrate es noch nicht. Boah, hier ist ja der Steinbruch. Das wäre ja wieder ein Tipp indirekt. Bei den Schotterwegen war ich auch erst wo ganz anders. Habe ich gewonnen, wenn ich einen Steinbruch gefunden habe? Ja, bei den gestrichelten Schotterwegen war ich tatsächlich da, wo so ein anderes Symbol ist. Vielleicht kannst du mir folgen. Ja, wir reden das vom Gleichen wahrscheinlich. Ja. Ludo ist auch in der Nähe. Aber die Richtung war ja dann von uns aus gesehen gar nicht mal so falsch, von dem her. Ja. Da in Edinburgh schon wieder. Ja. Oh. Thorsten, wie lange hast du jetzt gebaut für die Viertelmeile? Meine Stoppuhr hat zwischenzeitlich einen Batteriewechsel gebraucht. Ja, ich glaube auch, ey. Du brauchst einen Kalender. Ein Kalender, ja. Fünf Spritwechsel. Jetzt, wenn ich noch wüsste, wo das genau war. Ich weiß, Ogerli ist hier. Auch in der Nähe. Und ja, Scrags ist jetzt auch in der Nähe. Ah, ja. Hat ja lang genug gedauert. Ach, da unten fährt auch noch jemand. Aber ich glaube, es weiß mittlerweile jeder, was gemeint ist. Es ist, glaube ich, nur noch die Frage, wo das ist. Ja. Waren aber coole Tipps auf jeden Fall. Besser wie diese, ich stehe auf einer Straße. Ich sehe Schnee. Das war ja jetzt... Im Prinzip nicht so schwer. Ich konnte jetzt nicht gleich sagen, es sind. Ja, nö, aber ist ja egal. Aber ich finde, du hast immer Step by Step ist klarer gemacht, was gemeint ist. Auch wenn ich einen Tipp nochmal kurz zitieren darf, also gesagt hast, hier wurde Videospielgeschichte geschrieben, ich kurz überlegt habe, du meinst es nicht irgendeine krasse, lustige Szene aus unserer Multiplayer-Geschichte, weil das wüsste ich selbst nicht mehr wann, weil ich schon an zu vielen teilgenommen habe. Das war auch eine meiner Überlegungen, wo ich gedacht habe, okay, wenn es das ist, bin ich am Arsch. Aber ja, was auch in der Nähe. Was ich gedacht hatte, war eventuell halt, wo das Spiel einfach gestartet hat mit dem Sender. Ach, da seid ihr. Ach also so. Ich war tatsächlich ja bei Ray Gedächtnismau und ja. Halt eben der legendäre Sprung auf Fortune Island und halt so die anderen Stellen, wo vielleicht mal extrem lustige Sachen passiert sind. Ja, eben, die das man ist aber so Problem. Halt weiß. Gerade auch genau. Andi und ich oder auch du, wo halt so viele Folgen schon mitgemacht haben, wir könnten halt unzählige solche Sachen aufzählen. Ja. Da wären wir halt nie fertig aber geworden. Aber ich hätte mich geschmeichelt gefühlt, wenn das gemeint gewesen wäre. Videospielgeschichte, so irgendeine Szene. Ja. Nee, weil ja da die Autos, die in Spielen thematisiert wurden. Ja, schon klar. Die durfte man dort Probe fahren. Hat dann schon gleich Sinn gemacht. Ja. Ich glaube, das hat auch jeder verstanden. Ist ja auch ein cooler Tipp. Also den muss man sich ja auch erstmal so ausdenken. Ja, eben, genau. Ja. Von daher? Das meine ich ja, die Tipps fand ich jetzt echt. Der Flyhai, der hat das schon... Ja, wie gesagt, Der hat schon genug Tipps gehört, um sich... Ja, aber er hat schon, wie gesagt, seit der ersten Expedition-Folge vorbereitet. Ja. Ja. Das hat gut gereift, möchte ich meinen. Einmal am Strand in der letzten hast du Luca eine Sekunde vor mir gefunden. Ja, das war aber auch super knapp. Also, das war wirklich. Aber da haben wir ja auch noch gespielt mit Ghosting. Ich glaube, sonst wäre es für einige wahrscheinlich früher gewesen. Wir sind südlich vom Festival in der Nähe des Dragstrips. Noch um das. Was könnte man noch sagen? Ja. War es eigentlich groß, ja. Ja. Ich hätte einen übelst geilen Tipp. An dem Ort, wo wir sind, an diesem Ort, wo wir sind, ist eine der nervigsten NPCs in diesem Spiel und viele gibt es davon nicht.
Zu Hause. Oder ich sage mehr oder weniger zu Hause. Moment. Ach so, wegen ihrem Auftreten. Ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach nur, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, irgendwie so ein bisschen fand cringy. Ich die Person, jetzt sage ich mal genau, eher cringy. Ja, ja. Die Aufgaben waren cool, aber. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall. Ja, nein. Weiter nach südlich. Einfach durchziehen, dieser Trackstrip. Aber ich glaube, Thorsten ist auch direkt links abgebogen, ne? Nach dem Trackstrip. Ja, ja. Ich wusste auch nicht mehr, ist es direkt südlich oder ist es irgendwie dann doch im Festival drin? Aber naja, 50-50. Ja. Ich seh dich. Yay! Hi! Hi, nein. Aber waren echt gute Tipps. Irgendwann hat's dann Klick gemacht. Ja, man muss halt dann nur noch finden, ne? Ja. Wer war jetzt nochmal Erster? Ich. Ich? Luca. Okay, dann ich darf. darf sich gleich verstecken, aber wir losen erst nochmal kurz aus. Andi. Zum See. Ja. Luca weiß hoffentlich wohin. Mr. Hashtag zur Villa. Ugali zum Strand. Bluto zum Strand. Scrax zur Villa. Stui zum Strand. Supernoob zur Villa. Flyhigh zum Dorf. Thorsten zum Strand. Und meine Eins zum See. Also, Villa und Strand ist heute quasi echt im absoluten Sonderschlussverkauf. Die kommen ja quasi gefühlt nur. Ich war heute nur bei der Villa. Ja, und Dorf und See ist super Mangelware auf jeden Fall. Ja. See sind wir jetzt auch, glaube ich, die einzigen, ne? Ja. Geil, romantisches Date. Da bin ich im Dorf alleine. Am See. Perfekt. Ja. Voll das. Ja, Mauern zerstören ist heute nicht bei mir. Also stell dich einfach hinter eine Mauer, ich werde niemals zu dir durchdringen. Er steht bestimmt hinter uns auf der Insel. Ja, wahrscheinlich. Ja, es wäre geil, so richtig so. Ja. So direkt am Start, ja, ihr seid in der Nähe. Hier, die. Wäre eigentlich echt ein krasser Tipp, ne? Ja. Aber. Ja, mal durchfahren. Durchfahren. Ja, gut, Luca, wenn du ready bist. Ja, yep, ich bin ready. Und der erste Tipp ist: In der Nähe von mir ist im Sommer Wasser. Ja, geil. Ja. Andi und Ray sind in der Nähe, was? Bei mir in der Nähe gibt's auch einen Aussichtspunkt. Ja, okay, ist. Richtung stimmt, Andi, glaube ich. Das kann nicht die falsche Richtung sein. Das könnte auch da hinten sein. Ja, da zu unserer Linken. Ja, ja, rechten. Ja, links. Fahrstadt ist da. Komm mit, da ist er. Ah. Sicher, ich fahre da jetzt eher mal dahin. Und dann. Aber gut, der kommt langsam näher. Nein, das ist ein Aussichtspunkt. Scheiße, der ist da nicht. Andi entfernt sich wieder. Was? Wer ist in der Nähe? Andi war gerade in der Nähe. Wenn man jetzt von den Marsen von vorhin. Jetzt ist Ray auch wieder. Ja, ja, ich glaube, ich weiß schon, wo. Wo ist er denn nochmal gestartet? Oh nein. Aber jetzt muss ich den Punkt finden. Es ist halt alles weiß. Das ist halt das Dumme. Hier läuft eins der Hauptrennen vom Spiel entlang. Hauptrennen vom Spiel, verstehe ich nicht. Gibt doch nicht so gute Tipps. Die sollen nochmal ein bisschen länger suchen. Ich will dich jetzt nämlich finden. Ja, also wie gesagt, Ray und Andy sind im Gebiet. Hey, das dauert ja so eine halbe Stunde, bis ich da bin. Eventuell. Du könntest dadurch, dass Navi über Autos aussieht, könntest du dich auch eigentlich direkt so an den Start stellen. Ja. Was ist denn der scheiß Aussichtspunkt? Wird nicht auffallen. Ja gut, der Aussichtspunkt ist nur in der Nähe. Ich bin davon. Ach so! 500 Meter bis. 500 Meter weg. Gott, okay, jetzt kann ich mir schon denken, wo du bist. Weiß ich. Das ist jetzt nicht als Tipp gemeint. Die aufmerksamen Spieler. Vor meinem Haus steht ein Sandwich-Schild. Was? Eventuell ist schon mal jemand aufgefallen. Da ist nicht drin. Eventuell weiß es jemand. Müsste da sein. Yes. Ja, gut, dann. Das mit dem Schild sagt mir jetzt halt leider nichts. Ja, hier sind drei Häuser. Drei Häuser und zwei Garagen. Er ist doch nicht hier, vielleicht. Ja, hier wird es sein, schätze ich mal, irgendwo, aber. Oh Gott, den nicht. Gang. In der Arkade ist, sehe ich ihn. Ich bin jetzt gerade rausgegangen. Ja, aber es muss doch hier sein. Ist aber noch nicht hier.
Ah, da, hier. Ja, Andi hat mich gesehen. Ray hat mich gefunden. Andi, du hast ihn gefunden. Glückwunsch. Stehen bleiben. Ja, ich bleib mal draußen. Aber ich stelle mich so in dich rein. Du hast dich ja voll sneaky versteckt. Ich muss erstmal hier den Müll wegräumen. Was, gibt hier drei Häuser? Ja, es sind drei Häuser und zwei Garagen. Ja, das hab ich dann, aber das mit dem Sandwich-Schild, das habe ich immer noch nicht entdeckt. Wo ist denn das? Steht vorne an der Straße, hier von uns zur Recht und zur Rechten, wenn du rausfahren würdest. Okay, das mache ich gleich, wenn Andi da ist. Lass erstmal den blauen Transit vorbeifahren. Das ist ein Tipp. Fly High ist im Gebiet. So langsam. Ja, blauer Transit. Andi, voll die blauen Transits. Die fahren, kommen alle von da. Ja, Moment, das ist halt... Ich habe den Spawn der blauen Transits gefunden. Soll ich noch einen? Ich gebe noch einen Tipp. Hier finden oft Sachen der festen Spielliste statt. Alter, wie einfach willst du es noch machen? Ich weiß mittlerweile, in welche Richtung ich fahre. Ja, du, aber eventuell der eine oder andere. Ich wollte sagen, genau. So richtig klingt das jetzt bei mir noch nicht. Also ich weiß auch es immer noch richtig nicht. Lost und es, jetzt richtig. Es entfernt sich auch wieder welche von meinem Punkt. Von daher habe ich jetzt lieber nochmal den Tipp gegeben. Wow, ich komme in den Berg hoch. Ich weiß halt gerade nicht, wo konkret. Ah, moin. Ah, nee, da, ich sehe euch. Ja, stimmt. Da ist es ja nicht. Also, da war ich ja gerade. Ich will jetzt nicht. Okay, ich hab. Ja, also, ich bin nicht direkt in diesem Gebiet. Ich bin, wie gesagt, 200 Meter Luftlinie davon entfernt von diesem Gebiet. Aber das Rennen geht genau. Du hast ja mit den Häusern schon einen guten Tipp gegeben, eigentlich. Also, ich sehe diesen Ort vor mir. Ah, da. Ist doch kein Haus da drüben. Bist du schon drauf? Es kommt wieder ein Transit da hinten angefahren. Geh mal raus aus dem Pausen. Fahrt einfach, guck, wo die blauen Transits sind. Ja, das muss. Ah, ich seh's schon. Aber hier kann es ja nicht sein. Ja, Flyer hat uns gefunden. Naja. Dann kann ich ja jetzt endlich das Schild begutachten. Ja, wie gesagt, wenn du hier rausfährst, rechts. Ja, ich geh die Drohne ganz kurz. Da ist doch kein Haus. Hä? Ich blöd? Vielleicht hast du es auch gerade umgefahren. Das ist so ein ganz kleines Schild. Ja, da hab ich es wahrscheinlich echt umgefahren. Ah, doch, bei mir steht's hier noch am Eck vorne. Bei mir steht's auch am Eck. Das da? Nee. Ah, das! Oh Gott, ich dachte, das ist so eine Riesenreklame. Okay, ja, nee, das ist klar. Ja, das aber es wiederholt sein. Sich. Das ist so ein Restaurantschild, ist das sogar. Genau, so ein Restaurantschild, so ein kleines Aufstellschild. Ja, okay. Ja. Nee, okay, das steht da. Also ich habe mal was gesehen, aber da siehst du keine blauen Transits. Es gibt nicht. Hey, komm mal, wer war das jetzt? Fly High? Ja. Komm mal her, stell dich auch da hier rein. Okay, also Scrax ist stehst, auch im Gebiet, aber er entfernt sich wieder. Warte, ich geh ins Pausenmenü. Ich hab die ganze Zeit gedacht so, hä, ich bin doch, müsst doch so langsam hier sein, aber du sagst nichts irgendwie. Ja, ich hab zu spät drauf geachtet. Bin jetzt auch schon wahrscheinlich hier weggefahren. Kalt, ganz kalt, da ist alles voll mit Schnee, das kann nicht warm sein. Aber hier ist ein Haus. Ich find's geil, dass Andi eigentlich schon mit mir da war, aber dann doch jetzt ein bisschen lost ist. Ich bin hier gerade komplett. Ja, aber ich bin halt, kein Grund rumzuschreien, Scrax. Ich bin halt... Wär's trotzdem nicht Erster gewesen, Scrax. Ja. Ändert nichts an. Ich hab mich auch nicht so oft unterwegs. Ich hab mich eventuell auch ein bisschen assi hingestellt, würde ich einfach mal behaupten, jetzt ganz frech. Ja, nö. Das, in dem Format ist es völlig okay, wenn ich erinnere, die allererste Ausgabe hat sich Andi irgendwo in die hinterste Ecke einer Scheune gestellt. Das stimmt also, nicht, ich hab mich in die Scheune gestellt. Ja, für mich war das. Mr. Hashtag ist auch im Gebiet. Und letzte Folge habe ich mich in einer Hofeinfahrt versteckt. Was heißt im Gebiet? Im Gebiet heißt ungefähr, wenn du in der Karte ganz nah ranzoomst, auf meinen Punkt, ja, okay. Würde man also, deinen Punkt also, aussehen. Also Scrax, du musst außerhalb bleiben, ne? Also irgendeiner sonst... Ja. Glaub, Andi, bist du das? Ja, Andi ist eigentlich... Ich sehe euch nicht. Ich bin... Dann war's Scrax, ah, wir stehen ineinander. Wir stehen so, ineinander, ja, deshalb. Ja, ah, okay, deswegen hat es Sinn. Ja, okay, du bist gerade vor zwei Sekunden an uns vorbeigefahren. Ja, nee, da war keiner. Ja, nee. Wir waren ineinander. Ja, ich muss ja draußen bleiben. Was ist denn der Rest? Ja, also ich bin komplett das Schild verloren. Ist, wenn du hier mit der Drohne. Ich hab nicht mal eine Idee, weil ich nicht mal das grobe Gebiet bisher eingrenzen hier vorgehst. Kann. Deswegen, die Tipps waren sehr schnell sehr spezifisch mit Schildern und also, ich sag ja, mal aber so. Kennst du ganz, das Sandwich-Schild nicht? Ja, das Sandwich-Schild ist ganz also, da ich kannte jetzt, das ja, wie man gehört hat, sofort. Also da ich nicht in der Nähe bin, habe ich es nicht erkannt, also. Ja, der eine oder andere hat es schon erkannt, deswegen habe ich gedacht, eventuell. Ja. Ist der Tipp für den einen oder anderen dann doch gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich fasse nochmal kurz zusammen, das ist ja da nichts, was jetzt noch nicht, oder was jetzt das dir von wegnimmt. Also eines ist ja gewesen, im Sommer ist da nass und jetzt ist halt Eis da. So.
Das ist eins. Dann ein Tipp war noch, ein Aussichtspunkt ist in der Nähe. Ein Tipp war, dass von der Festival-Spielliste ja öfters man hierher kommt in dieses Gebiet. Ja, okay, jetzt weiß ich. Und ein Tipp war, dass eines der Main-Events, die es hier gibt, Räusper, Räusper, geht hier exakt entlang. Genau. Und ja, es sind drei Häuser und zwei Garagen. Und ein Sandwich-Schild. Ich habe eine sehr starke Vermutung, sag ich mal so. Also, ja, eine Vermutung habe ich jetzt auch. So, und alle weiteren neuen Tipps müssen ja genau. vom Versteck. Also, jetzt ist nochmal meine Frage. Ins Gebiet? Meine Frage ist jetzt dazu. Na, Gott sei ist Dank. Da jetzt Eis auf der Stelle oder gar nichts? Weil es gibt im Sommer Stellen. Es ist in der Nähe. In der Nähe ja. ist im Sommer Wasser. Ah, ich glaube, da ist aber jetzt halt auch. Nicht. Ja, also ist da jetzt Eis oder gar nichts? Weil also, das ist auch. Jetzt Nähe. Ist da Eis. Du kannst ja, also, ich sag mal, ich sehe einen geghosteten Hammer. Bitte? Ich sehe einen geghosteten Hammer. Ja, das ist ein guter Tipp. Da wo der geghostete Hammer steht. Luca, du weißt schon, dass es einfach nur ein Doppelhaus ist hier? Ja. Wir sind trotzdem insgesamt. Bin ich immer noch im Gebiet? Oder zwei dann halt. Ja, das ist, also ich habe eigentlich direkt, wo du das ja. gesagt hast mit den Häusern, dachte ich eigentlich gleich an die Stelle tatsächlich. Luto kommt jetzt auch langsam ins Gebiet. Nicht. Danke. Weil offensichtlich. Ja, ich bin da so oft schon abgeflogen bei diesem diversen Haupt-Main-Event. Ja. Und deswegen wusste ich schon gleich, okay, das muss aber die Stelle sein. Daher kenne ich auch das Sandwich-Shit. Und da ist nochmal was anderes, was man hier machen kann, wo man auch mehr oder weniger daran vorbeifahren muss und deswegen. Aber das verrate ich jetzt nicht, was hier noch ist. Noch ein Tipp. Ah, ich hab es gibt keine äußere Straße mehr. Also wir sind schon an der äußersten Straße der Map. Ja, irgendeiner ist wieder da. Kann ich auf Thorsten ist da, ja. Ja, also das war es auf jeden Fall nicht. Ja, Thorsten ist da. Jetzt noch finden. Oh Mann. Du bist in der Nähe. Ja, naja. Du bist in der Nähe. Mr. Hashtag entfernt sich langsam wieder. Mehr oder weniger. Musst du noch die Stelle finden, die ich im Kopf hab? Oh, ich hab so ein Schild, ein Ereignisschild gefunden. Jetzt steht da Sandwich drauf. Nein, aber... Nein. Schade. Aber ich habe die nie aktiv das gesucht, deswegen finde ich immer mal wieder bei den Expeditionen übel viele von den Schildern so. Ja, da ist es doch. Hab's das ist echt Spielstand. Ja, ich habe halt eine riesen Werbereklame erwartet, aber das ist so ein kleines Restaurantschild. Ich weiß halt, genau dieses Schild steht noch an einem anderen Haus hier in der Nähe, ne? Deswegen war ich halt so. Mr. Hashtag hat sich entfernt, das kann man sagen. Ja, Mr. Hashtag entfernt sich. Also ich will jetzt keinen Tipp geben, aber ich will dem Verstecker einen Tipp geben, was für einen Tipp er geben kann. So in der Nähe von uns sind so zwei Ereignisse, die könnte man, glaube ich, auch mal erwähnen. Ereignisse? Vor allem eins davon, finde ich, ist sehr, das gibt es nicht so oft in der Art, finde ich, auf der Welt. Gefahrensprung? Beispiel. Hier gibt's drei von vier RP-Stunt-Events. Gott, ich spiele zu wenig Forza-Events. Mr. Ash, der kommt langsam wieder so rein. Das Gebiet. Also ja, wie gesagt, wenn man jetzt die Map drauf schaut, gibt es von uns links keine Straße mehr. Mhm. Also, wir stehen an der äußersten Straße der Map. Westliche E-Straße. Ogali ist in der Also aber wo gibt's ja, da was zum Futtern? Mehr oder weniger in der Nähe. Die Richtung stimmt, oder? Naja. Also okay. Bis zumindest nach unserem Prinzip, wenn man komplett ranzoomt, sieht man dich jetzt. Wo ist denn dieses Sandwich-Schild? Ich fliege mit der Drohne rum, aber finde ich auch nichts. Das ist ja, mittlerweile ist es wahrscheinlich schon weggekickt worden, oder? Ich finde das aber auch wirklich super. Bei mir steht es wirklich noch. Die besten Tipps werden gegeben, aber an dem Sandwich-Schild hängen sich alle auf. Ja, ist echt, das ist so ein unnötiger Tipp eigentlich, weil das halt echt so ein Mini-Schild ist. Entweder du halt weißt halt, wo es ist, oder du weißt es nicht. So, ich glaube, Mr. Hashtag hat es. Aber du wirst es nicht finden. Mich hat ja, halt der Tipp da. Gekillt, dass da jetzt Wasser ist und dann halt jetzt nicht. Weil es gibt halt Stellen hier in Vorderen. Ja, gut, das war für Andi und mich eigentlich der goldene Tipp. Ja, es gibt halt noch so ein paar andere Orte, aber. Man kann jetzt sogar eigene Sandwiches kreieren. Was? Sofort bestellen. Okay, Nico kommt langsam ins Gebiet, aber entfernt sich jetzt auch wieder langsam. Entfernt sich an unser Leben. Ich lese es auch nicht. Was ich ja gerade cool gefunden habe, ich stehe jetzt vor einem Schild, da ist ein Stierkopf drauf. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja, ist aber kein Sandwich. Wir suchen nämlich
Nicht nach Stierköpfen. Naja, ich bin ja schon da, aber ich... Sandwich-Schild nicht, aber Stierkopfschild finde ich. Jetzt muss ich ja langsam. Ja, Nico kommt rein. Und Ogerli entfernt sich wieder langsam. Also wie gesagt, direkt bei uns oder in der Nähe von uns ist ein Event, wo in fast jedem Forsaton enthalten ist. Oder jeder Spieleliste. Fast jeder. Wir stehen davor südlich davon. Zielgerichtet Super Noob hier herfährt, ey. Als ob er die Filter deaktiviert hat. Der Es gab für mich nur zwei plausible Möglichkeiten, die wären noch weiter unten gewesen. Ja, ärgert halt, dass mich hat der Tipp der eine so gekillt. Oh, Mann. Sandwich-Tipp, ja, es hat viele gekillt. Nein, mich hat der Tipp gekillt mit dem Wasser. Weil jeder ist natürlich zu Mr. Sub oder Subway gefahren und aber dann haben sie gemerkt, fuck, die gibt's ja gar nicht hier. Hey, in Edinburgh gibt's das Fat Mullins, da ist ein Burger auf dem Plakat drauf. Ein Burger ist ja eigentlich auch nur ein Sandwich, streng genommen. Oberli entfernt sich wieder. Jawohl. Ja, Lukas, eine Frage an dich. Puh. Ja. Meinst du das Wasser hinter uns? Hinter uns, es kommt drauf an, in welche Richtung du stehst. Er sagt ja nur im Gebiet. Aber ich glaube, das ist so langsam hinter uns, aber ich habe auch nicht gesagt, dass es direkt bei uns ist. Stu ist in der Nähe. Und Ogerli kommt auch wieder ran. Ich habe gesagt, es ist in der Nähe von mir. Genauso wie der Aussichtspunkt in der Nähe von mir ist. Ja, das muss man halt echt bei dem Format so ein bisschen reinkriegen. Wenn etwas in der Nähe ist, dann heißt es nicht, ich stehe 10 Meter daneben, sondern man sieht es halt auf der Nähe. Genau, in der Nähe ist halt wie, wenn Spieler in der Nähe sind. Genau, ja. Also. So, also Ogerli kommt langsam wieder rein, Stuy ist auch in der Nähe. Jetzt findet er das Sandwich-Schild oder nicht? So. Da ist er, ja. Gut. Er hat das Schild. Dann habe ich es doch irgendwann verstanden. Nee, das Schild, Moment, wo ist das Schild? Das steht vorne an der Straße. Ich bin gerade vorbeigefahren, aber ich habe es auch. Ich stand davor, habe es nicht gesehen, weil ich halt so eine riese Reklame erwartet habe. Ah ja, ja genau, aber das Schild, das steht halt auch noch an anderen Orten und die bin jetzt gerade gefühlt alle abgefahren. Ja. Die sind halt, die verwenden ja alle Grafik-Assets wieder. Ich weiß nicht, wie oft das gleiche Geschäft in Edinburgh das Schild steht halt auch, aufkommt. Weshalb ich, das Schild steht ja auch so in dem Gebiet da drinnen, in einem der Pavillons. Ogerli entfernt sich wieder langsam. Und super. Deswegen bin ich da halt nicht mehr rausgekommen mental. Ich sag dir nochmal den Tipp, eines der Hauptrennen führt direkt an uns entlang. Du fährst an keiner geteerten Straße gerade entlang. Vor allem, also in Edinburgh ist das Schild brutal oft und dann hatte ich halt noch die beiden Restaurants praktisch südlich vom Festival, einmal in dem Offroad-Park und, oder da wurde der Offroad-Story beginnt, glaube ich. Da steht es, glaube ich, auch noch. Weil das ist ja alles so kleine Restaurants. Falsche Richtung. Super. Einmal Handbremse, 180 Grad Wende. Das versuche ich. Das dauert nur leider 10 Sekunden bei dem Ding. Du fährst auf Eis. Das nächste Mal nehmen wir Panzer, da geht's noch länger. Panzer, grüß dich. Nächstes Mal wird's ein Eldorado. Nimok. Eigentlich dachte ich an den Volvo, das ist doch auch wie ein Panzer. Ja, aber der LKW. Na gut. Was mich hier gerade killt, ist, dass ich noch nie ohne Minimap gefahren bin und damit keine Orientierung habe mit Himmelsrichtung. Du fährst in die richtige Richtung. Na, das ist schon mal schön. Jetzt einfach durchziehen. Und diesmal nicht wie vorhin in der ersten Runde nochmal zweimal eine Kurve fahren oder so. Ist okay, ich halte das Lenkrad felsenfest gerade. Ja, auf die Straße erstmal. Er ist schon mal auf dem richtigen Pfad. Ja, könnt ihr jetzt schon das Sandwich-Schild sehen? Ich glaube noch nicht. Jetzt kann doch, ich glaube schon. Ah, alles klar. Sauber. Nice. Ja, wunderbar. Da haben wir ja einen neuen Rekord aufgestellt mit 3 gefundenen Zielen. Letztes Mal waren es, glaube ich, 4 und in der ersten Ausgabe waren es, glaube ich, auch 4 oder 5. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Entschuldigung. ja, gut, es haben ja bei knapp einer Stunde Folge hat ja jetzt quasi jedes Ziel ungefähr gleich lang gebaut. So, okay. Ich glaube aber, das ist auch ein bisschen dem Fahrzeug geschuldet, dass das jetzt nicht die höchste Topspeed hat. Ja. Da waren wir doch mit den Fahrzeugen, mit den Arctic Trucks und mit dem
Mit dem Top Gear Mercedes waren wir dann doch ein bisschen schneller unterwegs, wobei die jetzt auch gerade keine Highspeed-Monster waren. Ich wollte gerade sagen, wenn man das über die Autos sagen kann, dann ist das eigentlich ja, aber, ja gut, der Hammer ist halt auch noch mal ein bisschen langsamer, ist halt auch in der D-Klasse. Ja, vielleicht, wenn wir noch mal eine Expedition machen und ich glaube, wir machen noch mal eine so, weil ich finde es irgendwie echt interessant, noch mal so auf die letzten Tage von Horizon 4 einfach noch mal so ganz andere Orte zu finden dadurch. Also wenn ihr als Zuschauer auch der Meinung seid, gerne mal Feedback geben. Und außerdem macht es so liebend gerne Expedition Designs, hat er schon gesagt, da öffnet er jetzt ein ganz neues Berufsfeld. Macht nur noch Copy-Paste Expedition Designs. Nein, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank an alle, die dabei waren und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.